Hallo, willkommen zu Folge 6 von Alles über die Klimakrise. Das Thema ist heute die vier Reiter der Apokalypse. Das ist eine schöne Metapher für die vier größten Risiken, die uns in den nächsten 10 Jahren beschäftigen werden. Und zwar stelle ich hier den Global Risks Report 2024 des Weltwirtschaftsforums dar, der auf der Tagung des Weltwirtschaftsforums im Januar 2024 in Davos veröffentlicht wurde. Global Risks ranked by severity over the short and long term. Also hier links seht ihr die globalen Risiken über den langen Zeitrahmen, über die nächsten 10 Jahre. Es war eine Umfrage unter 1500 ExpertInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, die hier ausgewertet wurde. Und sie wurden gefragt, was die größten Risiken sind für die nächsten 10 Jahre. Und zwar Risiken für wen denn? Nicht für den Eisbären und für den Feldhamster, sondern für die Wirtschaft, die Bevölkerung und die natürlichen Ressourcen. Und zwar wird das Risiko, globales Risiko, wird definiert als die Möglichkeit von Ereignissen oder Zuständen, die sich, wenn sie eintreten, schädlich auf einen erheblichen Teil der globalen Wirtschaftsleistung, der Bevölkerung oder der natürlichen Ressourcen auswirken würden. Und herausgekommen ist das, was ihr hier links seht, die allergrößte Bedrohung, das allergrößte Risiko sind Extremwetterereignisse, also Dürren, Überschwemmungen, Stürme und so weiter. Extremwetterereignisse auf Nummer 1. Das zweitgrößte Risiko heißt Critical Change to Earth Systems. Das sind die Kippelemente des Klimasystems. Das drittgrößte Risiko: Biodiversity Loss and Ecosystem Collapse, Verlust an Biodiversität und Zusammenbruch von Ökosystemen. Und das ist natürlich eng mit der Klimakrise verknüpft, wobei zurzeit noch die größere Gefahr, der größere Schaden an Biodiversität und Ökosystemen wahrscheinlich durch die kapitalistische Ausbeutung verursacht wird. Und viertens, der Mangel an natürlichen Ressourcen, die Verknappung von natürlichen Ressourcen, wobei es da um Wasser und Lebensmittel geht, in erster Linie. Das sind die vier großen Risiken. Danach erst kommt alles andere. Hier auf 5 Missinformation und Desinformation, auf 6 die Gefahren der künstlichen Intelligenz, auf 7 Migration, auf 8 Cyberunsicherheit, auf 9 gesellschaftliche Polarisierung, gesellschaftliche Spaltung und auf 10 Umweltverschmutzung. Und auf dem 15. Platz kommen erst Kriege, bewaffnete Konflikte zwischen Staaten, auf dem 19. Platz Infektionskrankheiten und auf dem 28. Platz ein Wirtschaftsabschwung. Das heißt nicht, dass diese Gefahren klein sind, dass diese Risiken gering sind und unbedeutend, aber das heißt nur, wie viel kritischer diese großen vier sind: Extremwetter, Kippelemente, Biodiversitätsschaden und Verknappung. Wenn wir uns von diesen vier großen Risiken, mit anderen Worten, von der Klima- und ökologischen Krise überrollen lassen, können wir alles andere auch vergessen: Wirtschaft, Wohlstand, Demokratie, Rechtsstaat, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und das hier, ich möchte nochmal darauf hinweisen, das hat jetzt nicht die letzte Generation gesagt, sondern das Weltwirtschaftsforum. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal.